Wir bauen eine 40 Meter lange Seilbahn. Der Startpunkt muss natürlich an der höchsten Stelle von unserem Haus sein. Deswegen führt kein Weg drumherum, ein Loch in unser Dach zu schneiden. Weil uns das alles noch nicht verrückt genug ist, bauen wir für die Landung eine riesige Schlüsselgrube. Was bei dem Hausprojekt auf gar keinen Fall fehlen darf, ist eine richtig fette Seilbahn. Damit die Seilbahn maximal abgeht, muss sie natürlich am höchsten Punkt starten. Die geht dann quer über den ganzen Hof und zum Landen bauen wir eine fette Schnitzelgrube. Und zur Seilbahn wird 40 Meter lang, da entstehen echt krasse Kräfte. Deswegen müssen wir den Dachboden ein bisschen verstärken und hinten einen Turm bauen, wo wir das dann ranspannen. Das planen wir jetzt mal. Wir fahren jetzt in den Baumarkt und besorgen uns das ganze Material für die Schnitzelgrube und die Verstärkung. Wir sind mal wieder hier bei den USB-Platten. Wenn wir die Wände von der Schnitzelgrube auch daraus bauen, also können wir jetzt wieder hier 100 USB-Platten einladen. Das sind nicht ganz so viele. Ich glaube, wir brauchen nur 27. Hier hinten kommt die Schnitzelgrube hin. Wie ihr seht, sieht der Bereich sehr verwahrlost aus und muss vorher schick gemacht werden. Wir haben jetzt hier ein kleines Problem und zwar ist diese Rampe super steil, aber Daniel hat gesagt, er schafft das easy. Aber die Schubkarre ist oben. Unser Fazit ist jetzt, dass wir die Technik auf jeden Fall ändern müssen. Ja! Macht Bock, Alex? Ja! Nein! Es hat nicht lange gedauert, bis Daniel die Lust am Schaufeln verloren hat und lieber mit dem Baggern weitermachen wollte. Schreibt mir gerne, wenn ihr von mir angebaggert werden wollt. Oh Mann, das war so cringe. Mit der Seilbahn landet man dann hier unten. Wir wollen es so machen, dass man hier abspringen kann, aber damit man sich nichts bricht, bauen wir jetzt hier eine riesige Schnitzelgrube hin. Hört sich gut an, dass man sich nichts bricht. Die Erdnägel haben wir als Fundament für die Schnitzelgrube in den Boden geschlagen. Der Klotz, mit dem wir das hier reingeschlagen haben, ist voll kaputt gegangen. Wir kriegen die Teile nicht mehr raus. Aber ich glaube, wir haben eine Lösung dafür. Das war jetzt schon die einzige Möglichkeit, wie man das hätte rauskriegen können, oder? Ja, ich war echt froh, dass wir das Ding haben, weil sonst wäre echt verloren gewesen. Als nächstes haben wir Holzbalken zugesägt, an die wir gleich die Seitenwände von der Schnitzelgrube schrauben. Der letzte Balken ist jetzt drin, wir machen die Wände natürlich wieder aus USB-Platten. Ja, perfekt. Was? Wir arbeiten hier professionell. Wir gehen jetzt hoch und sägen ein Loch in die Wand, dass wir da rausfahren können. Das wird schon krass, wenn man guckt hier hinten die Schnitzelgrube, dann ist schon echt krass hoch und ist auch ein ganz schönes Stück. Also es wird schon eine heftige Seilbahn hier. Der Boden hier oben ist schon richtig kaputt. Wir schmeißen jetzt einfach alles raus und dann kommt ein neuer rein. Schon so die beste Aufgabe bei 40 Grad. Das ist schon ein sehr ungünstiges Wetter heute.
die Schnitzelgrube hier muss jetzt natürlich noch ein Boden rein. Den machen wir wieder aus USB-Platten. Die kommen auf die Balken und darunter noch die Steine, damit die nicht im Wasser liegen. Wir streichen jetzt die Grube schwarz und wir haben gerade ungefähr 100 Grad und wissen überhaupt nicht, wie wir das aushalten sollen, aber wir schaffen das. Let's go! Wir haben gerade vom Studio Block einen ganzen LKW voll mit Bouldermatten bekommen. Danke für eure Abfälle. Nein. Gute Nacht. Ja. Wir verlegen jetzt hier auf dem Boden Matratzen und damit die nicht anfangen zu schimmeln, bohren wir jetzt in den Boden Löcher rein. Für den Boden oben haben wir jetzt so eine ganze Palette von diesen Hölzern. Ich versuche jetzt mit dem Boxer hier drauf zu fahren, dass wir das irgendwie da reinkriegen, damit wir die nicht alle einzeln reinheben müssen. Weiter! Weiter! Jetzt wird Boden verlegt, dass niemand mehr durchkracht. Wen hat Daniel wohl damit gemeint? Ich bin einfach ausgerutscht. Ich kann nichts dafür. Er ist allerdings nicht der Einzige gewesen. Hallo. Hallo. Wie war's? Ja, schönes Zimmer hier unten. Seid also bitte vorsichtig, wenn ihr euren Dachboden ausbaut. Ich mache einen Sägebetrieb hier auf dem Dachboden auf. Vier Hölzer mit einem Sägeschnitt. Nein, ich komme nicht so tief. Wir müssen doch weniger Bretter auf einmal sägen. Guckt euch mal bitte den Unterschied an. Es ist so krass, wie schön der Boden ist. Hier oben haben wir jetzt ein riesiges Loch für den Startpunkt der Seilbahn gebaut. Damit es hier im Winter nicht reinzieht, bauen wir jetzt hier eine Klappe. Damit wir die Klappe nicht immer mit der Hand auf und zu kurbeln müssen, benutzen wir einen Rollladenmotor, an dem wir eine Kette befestigen. Jetzt kommt der spannende Moment. Es kann sein, dass der Motor zu schwach ist, um das hochzuziehen. Der Daniel schießt jetzt mal den Strom an. Das funktioniert richtig gut. Der rollt es vor allem voll gut auf, obwohl da gar keine Führung ist. Richtig ordentlich. Hey, wieso störst du meinen Mittagsschlaf? Wir bauen jetzt hier über der Schnitzelgrube eine riesige Konstruktion aus richtig fetten Stahlträgern. Die müssen insgesamt 9 Meter lang sein, da reicht ein Stahlprofil hier nicht. Deswegen schweiß ich jetzt nochmal 3 Meter dran. Das Dreieck hier wird die Stütze, wo dann das Seil dran kommt. Wir müssen es jetzt aufstellen und es wird gar nicht so einfach. Wir probieren es jetzt mal mit dem Gabelstapler. Mal sehen, ob das klappt. Das ist ja ultra hoch, also wird schon ein bisschen kompliziert. Das wiegt auch ein bisschen viel. Zumindest so viel für deine dünnen Ärmchen. Habe ich jetzt mir gehört, ja. Hast du dir das so hoch vorgestellt? Das wird viel zu hoch. Ja. Das sind 6 Meter. Wir haben gedacht, man ist noch so mit ausgestreckten Armen, gerade so 2 Meter lang. Das sind nur noch 4 Meter und dann die Schnitzelgrube sind noch mal 1,30. Dann hast du gar nicht mehr so tief zu fallen, aber sieht jetzt doch ganz schön hoch aus. Wir kommen heute nicht weiter, weil wir noch einen zweiten Stapler brauchen. Den kriegen wir erst morgen. Wir schweißen jetzt noch die zweite Seite und dann machen wir auch Feierabend.
freue mich auf morgen. Ich hoffe, dass wir morgen Abend mit der Seilbahn fahren können. Aber es ist schon noch ein weiter Weg. Gute Nacht, Freunde. In der nächsten Folge zeigen wir euch, wie wir eine riesige Stahlkonstruktion über der Schnitzelgrube zusammenschweißen, das Hausdach verstärken und dann endlich das 40 Meter lange Stahlseil spannen. Wenn ihr den allerersten Test nicht verpassen wollt, dann vergesst auf jeden Fall nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Tschüss und bis zur nächsten Folge.